Willkommen zurück zu Banjo-Tooie. Wir sind in der vierten Welt, das ist Jolly Rogers Lagune. Und wir sind unter Wasser. Mambo hat dafür gesorgt, dass wir uns unter Wasser... dass wir da nicht ersaufen, ja? Wie auch immer der das angestellt hat. Hier liegt übrigens noch ein Zahn von dem Fisch, dem wir die Zähne ausgeschlagen haben, da auch. Damit die Freundin... da ist er, der zahnlose Fisch. Damit die Freundin von Jolly Roger wieder an die Oberfläche kommt. Wie auch immer, die da durchgeschwommen ist wieder. Na gut, das war ja ein Fisch. Wir gehen mal noch tiefer. In der großen Wahrscheinlichkeit, dass ich alles übersehen habe, was irgendwie nicht nied- und nagelfest ist. Egal. Wir gehen einfach noch tiefer. Jetzt sind wir schon echt tief. Hier ist noch ein durchsichtiger Fisch. Der hat nur Federn. Der Fisch eben bei dem Großen, der hatte... Oh, der hat eine Honigwabe. Der andere eben, wo wir eben noch waren, der hatte, Eier in sich drin. Die brauchen wir natürlich nicht. Aber das da. Ich mach das lieber so, das ist einfacher. Richtig. Komm, geh zurück zu Banjo. Ich habe gesehen, hier ist noch ein... Da ist ein Teleporter. Und hier geht's noch tiefer hinab. Aber ich weiß schon, was kommt. Stopp! Der Wasserturm ist da unten viel zu hoch, Banjo! Also gut, hier ist Endstation für uns im Augenblick. Wir sind also schon echt zu tief, wie man das nur ertragen kann. Ein Spind ist sehr unauffällig, ja. Au, danke. Sehr unauffällig gekennzeichnet. Und zwar der Spind von... Jones. Oh mein Gott, was ist da wohl los drinne? Ich mag das zwar nicht, was jetzt kommt, aber egal. Wir machen es jetzt. Davy Jones spinnt. Hey Banjo, da unten kann ich ein Puzzle sehen. Sehen wir mal nach. Fürst und Fuck-Fuck, aufgeblähter Anglerfisch. Was? Er sagt, das Fürst von Fuck-Fuck-Fuck in seinem beunruhigend engen Schrank zu stören. Au, wir bringen nur die Post, Fürst Fuck. Leg mich nicht an. Du machst auf meinen Puzzle stehlen und mein Heim auftrocknen, damit ich am Boden liegen bleibe, jägerlich mit den Flossen schlage, verschrumpfe und sterbe, oder? Etwas in der Art. Da erwartet dich dein nasses Grab. Angenehm. Schön, dich kennenzulernen. Hab dich auch lieb. Ich muss überlegen, wie besiegt man den nochmal? Also, da es hier nur Granateneier gibt, sind die wohl von Bedeutung. Hi. Was hast du jetzt getan? Du bist aber ein kleiner, böser Fisch, oder? Oh mein Gott. So klein ist der Spind gar nicht, wie er von außen aussah. Der hat die Augen zu. Wir müssen die Augen treffen, das weiß ich noch, aber wie machen wir die nochmal auf? Boah, Alter! Irgendwie von der Seite treffen oder so ein Scheiß. Aber der dreht sich immer zu uns. Außer jetzt. Komm, ich balle einfach. Es nervt! Es nervt! Komm, ich will jetzt seine Seite haben. Zeig mir deine Schokoladenseite. Der hat da irgendwelche, ja... verschrumpelten Pickel oder was auch immer. Aber wir treffen gar nichts. Gut, dass die Granateneier hier immer nachwachsen. Oder sollte ich den vielleicht treffen mit dem Kisui-Move? Ob das geht? Ich denke nicht, das habe ich nie so gemacht. Jetzt habe ich dich aber. Jetzt drehst du dich wieder zu mir. Wir bleiben mal in der Perspektive. Ja, das regt mich schon ein bisschen auf jetzt gerade, der Kampf da. Ist ja noch blöder als, der dritte Boss. Da ist sowas. Hä? Dann zieh ihm halt mal zwischen die Augen. Wie ging der? Da, ach, immer das, was leuchtet. Müssen wir erwischen. Na also. Oh, das ist so boring.
Ach so, immer das leuchtende Treffen. Das war's. Okay, die sind aber nicht so einfach zu treffen. Und schon gar nicht zu finden. Ja, treff mich ruhig. Es sind nur noch 5 Treffer. Sind wir jetzt mal auf der Seite zu Hause, oder? Ja, du drehst dich schon um. Bin ich überzeugt von. Wir sind wieder auf die Seite. Ach. Kriegen wir. Ich wollte schon sagen, das war doch ein Treffer. Und jetzt hier, den kriegen wir auch. Komm! Der Boss ist irgendwie echt doof. Jetzt kann es nur noch die andere Seite sein. Mach keinen Stress. Das war gut. Jetzt da hinten. Wir gehen mal wieder die Eier aus. Wie schon so oft. Aber das wird reichen. Toll. Wir sammeln neue Eier. Werden jetzt bestimmt getroffen. Nein? Auffällig. Wir brauchen den Move. Aus der Jolly Roger Lagune, aus dem Zimmer. Den brauchen wir. Na gut. Sonst hätten wir den Spit auch nicht öffnen können. So, mein Freund. Der letzte Schlag und du bist K.O. Frag mich zwar, wie man von sowas sterben kann, aber gut. So. Jetzt mach die Klubsche auf. Oh, er ist kein Unstand, einen armblinden Fisch zu schlagen. Dafür Augen sich vielleicht besser. Vielleicht. Dann dreht er einen Klubsche auch zu mir. Genau so. Genau. Oh, bitte nicht meine Augen. Ja, was glaubst du denn? Den Rest haben wir ja schon in die Luft gejagt von dir. Sei froh, dass ich nicht genug Eier habe. Ah, nochmal 4 Treffer. Aber dann haben wir ihn dran. Ich meine, wenn die Augen kaputt sind, stirbt man ja eigentlich nicht. Oh Mann. Nein, komm. Mann. Das waren perfekte Treffer alles. Okay, jetzt holen wir uns noch mal die Honigwabe da vorne. Die könnte ich vielleicht gebrauchen. Und dann noch 2 Treffer. Und er ist down! Wer ist eigentlich dieser Jones? Sind diese Spinde auf dem Boden vielleicht die Spinde von den damaligen Rare-Entwicklern? Klärt mich auf, wenn ihr das wisst. Kommentare. Ihr wisst schon. Kommentare schreiben. Daumen hoch. Abonnieren. Heiratsantrag machen. Jetzt habe ich aber... Ich sterbe bald. Jetzt... Also wenn er schießt, einfach nur... Ausweichen. Egal was kommt. Mein Gott, was ist los? Ich treff. Komm. Okay, jeder hat noch einen Schuss frei. Zahn um Zahn. Los, komm schon. Dürfen wir uns nicht treffen lassen. Jetzt hat er aufgehört zu schießen, ne? Komm, gib alles, was du kannst. Endlich. Oh, Gott sei Dank. Ich habe schon befürchtet, dass er tot ist. Dass ich tot bin. So sieht's noch gefährlicher aus, irgendwie, das Maul. Versuch, das ganze Scheiß sich auf den Kopf zu stellen. Ein schmackhaftes Ende für meine 100-jährige Tiefsee-Tyrannerei. Oder was auch immer. Ja, dann bleiben wir da liegen. Bis dann. Boah, meine Energie. So. Dann können wir jetzt hier wieder raus. Oh Gott. Tschüss, mach's gut. Ich glaube, wir können noch mit dem reden, ne?
Ja, ja, das passiert mir immer. Mit dem Bauch nach oben. Liegt es sich eigentlich? Ganz gut. Sicher? Wenn's bequem ist, kann man nichts sagen. Ab in die Freiheit. Beziehungsweise endlich raus aus diesem blöden Spind. Du spinnst doch. Na gut, das war nicht so toll. Okay, mehr gibt es hier nicht. Wow, noch ein Treffer und wir sind K.O. Können wir uns nicht irgendwie... Wir verpissen uns nach Atlantis. So, Freunde. Wohin als nächstes? Ich glaube, wir gehen jetzt hier rein. Oder wir gehen da hinten lang, komm. In Atlantis gibt es auch wieder zwei, drei Ausgänge. Sind ja nur über einen der Bauwerke so tief gelangt. Achtung, du tötest mich. Ja. Danke. Und wir kommen hier raus, weil wir hier die Welt zuletzt betreten haben. Jetzt will ich aber schon sicherheitshalber gucken, wir haben alles behalten, oder? 100 Noten? Wow. Alle drei Moves? Wow. 4 von 5 Jinjos. Respekt. Ey, wir haben echt schon fast alles. Nur guckt euch mal die Puzzleteile an. Nur 3 Puzzleteile, aber sonst haben wir eigentlich fast alles. Krank. Das ist krank. Also. Achso, wir hätten uns teleportieren können. Das machen wir auch. Weil ich will jetzt nicht wieder nach Atlantis schwimmen. Achso, nee, da unten ist das UFO. Da gehen wir jetzt rein. Komm, wir gehen zu den Außerirdischen. Oder soll ich euch zappeln lassen? Egal, scheiß doch drauf. Wir machen das jetzt. Aus Irdischen. Hau ruck. Das UFO wurde geöffnet. Tja. OMG. Das war eine gute Entscheidung, war? Tag, mein Freund. Seid gegrüßt, erdbärmliche Erdlinge. Wow, echte Aliens. Heißt einer von euch Elvis? Nein, wir heißen Alf, BD und Gammo. Außerdem sitzen wir in der Patsche. Lass mich raten, du musst nach Hause telefonieren. Nein, dafür haben wir ein Mobiltelefon. Das heißt Handy. Sorry, das Spiel ist von 2001. Sie wird mit Eis betrieben, das wir nicht haben. Da können wir sicher irgendwie aushelfen. Sie brauchen nur Eis. Na, wenn das alles ist. Die haben doch irgendwas Cooles in der Hände, oder? Moment mal. Ach nee, nur Strahlenpistolen? Wir haben keinen Antrieb mehr, weil uns das Eis fehlt. Da hilft euch eure überragende Intelligenz auch nicht mehr, was? Was hast du denn? Ach so. Das ist nur ein... Wir haben keinen Antrieb mehr, weil uns das Eis fehlt. Ja, das ist derselbe Satz. Er hat nur einen Schraubenschlüssel und was hast du? Strahlenpistolen. Nun denn. Ihr kriegt Eis. Unsere Eiseier helfen. Aktiviere schnell die anderen Kristalle. Wäre es nicht einfacher gewesen, sich in die Mitte zu stellen? Ob wir das noch hinkriegen? Das hat schon zu viel Zeit gekostet. Toll. Ihr habt versagt, erbärmliche Erdlinge. Dann macht es auch selbst. Habt ihr eigentlich eine Aufenthaltsgenehmigung? Das habe ich noch nie gehört. Okay. Eins. Boah. Zwei. Drei. Und die Nummer 4. Danke, Erdbär. Erdbär und Vogel. Geht jetzt von Bord. Wir müssen abreisen. Wir kommen zu spät zum Abendessen. Habt ihr irgendeine Belohnung? Wir sind auf etwas Glänzendes gelandet. Wie wäre es damit? Geht jetzt.
Okay, wir machen uns vom Acker, aber erst im nächsten Part. Also Leute, bis dann und ciao.